So, und dann flaggen wir mal auf Halbmast, weil das gehört sich nämlich so. Ich hatte einen Kameraden. Das nächste Mal beim Kegel tragen wir Ellen Trauerflor, gell? Sag, komm, ist doch geschmacklos. Wieso denn? Also, ich glaube kaum, dass der mir groß fehlen wird. Wie alt ist eigentlich geworden? 63. Oh, 63? Das ist ein schönes Alter für einen Flüchtling, oder? Hallo. Obwohl, mir würde schon fehlen, wenn. Echt jetzt? Für den Mann ist doch wichtig, können wir gar nicht mit 2 gegen 2 spielen, oder? Kennt man sich dann vielleicht bewerben? Du? Ja. Wieso eigentlich nicht? Ist doch ein verlässlicher Kerl, der Conny, oder? Mhm. Auch wenn er Beamter ist, ist ja egal. Ja, gell? Die hat mich sowieso schon gefragt. Damals, darf ich? Wie der Krabusch wieder in die Runde gekommen ist. Ja, da muss ich einen Alfons fragen. Das ist ein Keks, sei schuld. Ja, ich geb's nicht zu. Das war halt der Preis und oberer Tannengrund. Bloß viel Geld hätte er dann niemals rausgekriegt. Da haben wir halt in unseren Club aufgenommen, verstehst? Ja. Ganz einfach. Ja. Ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Ich dachte, du wärst bei Mike. Nee, bin ich nicht. Entschuldige bitte, dass ich dich angeschrien habe. Ist schon okay. Wie geht's denn so mit Mike? Seit wann interessiert dich denn sowas? Mauschka, ich weiß, dass du enttäuscht von mir bist. Du hast immer gesagt, wir gehen hier weg. Ja, wollte ich ja auch. Aber du weißt ja, wie das ist. Man verpasst eine Gelegenheit und bei der nächsten hat man schon nicht mehr den Mut dazu. Was für einen Mut hat er denn dazu schon gehört? Sagen Sie, sind zufällig die Kegelbrüder von Fred Krabusch da? Da drüben am Stammtisch. Danke, ich hätte gerne ein Bier. Gut. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Grüß Gott. Wienzle, mein Name. Hauptkommissar Wienzle, Landeskriminalamt. Ich ermittle im Todesfall Ihres Freundes Krabusch. Ha, jetzt wird's aber Tag. Ja, wollen wir's hoffen. So, so. Ersetzen Sie sich doch. Ja, danke. Gerne. Und erzählen Sie uns Weisungen doch einmal, wieso unsere eigene Polizei das nicht schaffen kann. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich komme dazu wie die Jungfrau zum Kind. Bloß weil ich auf der Durchfahrt hier geschwind kalte habe, um frische Brezeln zu kaufen. Gegen Ihr Wille wäre das nicht gegangen. Da haben Sie vollkommen recht, Kollege Löffler. Wer von Ihnen ist denn jetzt eigentlich der Herr Riebenschlag? Ich? Wieso? Ah, nur so. Wann waren Sie denn das letzte Mal mit Herrn Krabusch zusammen? Vor ein paar Tagen am Samstag. Haben wir was gefeiert? Was haben Sie denn gefeiert? Wissen Sie, da haben wir unsere Jahreskasse auf den Kopf geschlagen. Ja. Vor allem von Ihrer Ausflug, ne? Ausflug? Na ja, Amsterdam, Paris, Hongkong. Sie alles wissen? Nein, nein, das macht jetzt Geld klang bis nach Australien. Das hat halt keine Zeit gehabt. Und wo haben Sie dann gefeiert? In der Jagdhütte von Herrn Kick. Und das bin ich. Sie 4 ganz allein? Wir sind halt ein ziemlich exklusiver Club, Herr Hauptkommissar. Ist da irgendwas Besonderes passiert? Also jedenfalls nichts, was Polizei bekannt wäre. Genau. Guten Abend, die Herren. Liebe Schlag, du könntest da Kieswerk doch auch in Richtung Erlerbach ausweiten. Ja, das könnte ich schon. Will ich aber nicht. Dann müsstest du aber andere Leute nicht um alles bringen. Jetzt macht er keinen Laden auf, Andi. Du hast nichts, also kann er dich auch um nichts bringen. So sieht's aus, verstehst? Entschuldigung. Andi, komm mal mit. Pass auf. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Und du bist ein Verlierer. Und je eher du das kapierst, desto besser ist's für dich. Und jetzt zisch ab. Das wirst du noch einmal bereuen, Riebenschlag. Am besten, du gehst jetzt, Andi. Ja, das machen wir besser woanders aus. Mir ist recht. Was ist
denn da das Problem? Ach, der Körner wohnt im Haus, das die Grabus kehrt. Und das Ackerland drumherum hat er auch von denen gepachtet. Was hat das mit Ihnen zu tun? Ich muss mein Kieswerk in die Richtung expandieren. Das ist sein gutes Recht. Hier ist der automatische Anrufbeantworter. Schei, Monich. Ich schwätze doch nicht mit meinem eigenen Anrufbeantworter. Oh, Mensch. So, ist ein bisschen spät geworden, Frau Schmiedinger. Ja, aber das wusste ich, dass Ihnen das nicht entgeht, Herr Rominger. Naja, in meinem Alter braucht man nicht mehr so viel Schlaf. Da Herr Binzle scheint's nicht heimkommen. Gute Nacht, Herr Rominger. Passiert. Was ich immer sage. Man ist nirgends mehr sicher. Nicht einmal, wenn ein richtiger Kommissar im Haus wohnt. Also bei mir kann das nicht passieren. Mein Tier ist doppelt gesichert. Jetzt sofort den Rottmann an. Ja, das ist der Leiter vom Einbruch und Diebstahl. Natürlich komme ich, aber bis ich in Stuttgart bin. Gut, lass, ich rufe selber an und fahre dann gleich. Ja, aber. Eilig bitte. Was habe ich dir jetzt bei Ihnen wollen? Da ist doch nichts zum Holen. Ich will jetzt ganz gern alleine, Rominger. Und wenn ich Ihnen nicht helfen kann, dann gehe ich halt wieder. Gute Nacht, Frau Schmiedinger. Wieso haben Sie eigentlich nichts gemerkt? Sie merken doch sonst immer alles. Geld um. Nein, Rottmann, mir wäre es lieber, du kümmerst dich selber drum. Ich schick dir das Sepp nicht. Den Ron Sepp nicht, um Gottes Willen. Polizei. Das ist doch ein Schaumschläger, wie er im Buch steht. Leute, das kannst du meiner Hannelore nicht, Otto. Den schickst du bitte nicht. Mann, da ist was passiert. Ich melde mich gleich wieder. Na ja, das war's. Hilfe! Hallo? Ist da jemand? Hilfe! Ich komm! Meine Arme! Ja, gut, sag was. Oh, was ist los in dem Kaff? Danke. Lass es zu das, ich brauche niemand. Sie sind verletzt. Ja, ich kann auch zum Doktor, noch keine Angst. Oh. Auf sie ist geschossen worden.
Das ist Sache der Polizei. Es gibt halt Leute, die müssen sich in alles einmischen, hä? Ja, Binsle. Ach, Entschuldigung, ich habe mir noch gar nicht vorgestellt. Ron Sebnitz. Ja, ich kann ihn sehr gut nachfühlen, wie das ist. Fremde Menschen dringen in die Wohnung ein. Ich habe das oft und oft in solchen Fällen erlebt. Man fühlt sich plötzlich in seinen eigenen vier Wänden nicht mehr wohl. Ja. Entschuldigung. Wollen Sie auch hin? Danke. Naja, aber ein bisschen sorglos war der Kollege Binsle schon, ne? Ja, warum? Ja. Ihre Wohnungstür ist für die Einbrecher ja geradezu eine Einladung. Ach so. Also ich kann mir bei bestem Willen nicht erklären, wer ausgerechnet auf den Hannes Riebenschlag geschossen hat. Die Tatsache an sich leugnet sie aber nicht, oder? Ja. Es lag dort hinten beim Radlader. Hülse von Gewehrmunition. Ich glaube gar nicht, wie ruhig es hier war, bevor Sie gekommen sind. Herr Körner, Andreas Körner. Ja, kommen Sie mal bitte mit. Sie haben in der Sonne wörtlich zu Herrn Riebenschlag gesagt, das wirst du noch bereuen. Für solche Sätze habe ich ein gutes Gedächtnis. Und dann haben Sie noch gesagt, das machen wir woanders aus. Ja, und? Das war eine Bedrohung, die Sie womöglich umgehend wahrgemacht haben. Ich? Sie haben ein Motiv. Immerhin ist Riebenschlag dran schuld, wenn Sie Haus und Hof verlassen. Und Sie hatten die Gelegenheit. Sie sind kurz vor Riebenschlag aus dem Lokal gegangen. Hätten ihn also auflauern können. Ja, aber ich bring doch keinen um. Am Ende kann man gegen den Riebenschlag sowieso nichts machen. Er will halt um jeden Preis an das Gelände ran. Und der Grabusch wollte ihm verkaufen? Der Grabusch hätte dem Riebenschlag freiwillig alles gegeben. Außer seiner Frau vielleicht. Wo waren Sie denn heute früh zwischen 5 und 7? Im Nest? Ja, also im Bett. Wo denn sonst um die Zeit? Ach so, Sie meinen, ich hätte zuerst den Grabusch umgebracht und dann hätte ich es bei dem dort probiert. Genau so hätte es gewesen sein können. Aber genau so war es nicht. Es hätte auch nichts gebracht. Der junge Grabusch ist doch noch viel hartleibiger als sein Alter. Ach, mit dem Mike haben Sie auch schon verhandelt? Ja, ich hab gemeint, das wäre vielleicht eine Chance. Es war aber nichts. Haben Sie ja quer? Nein, ich nehme auch keins in die Hand. Also, Sie können gehen, Herr Körner. Aber aus dem Schneider sind Sie noch nicht. Ja. Wollen Sie denn etwa laufen lassen? Weit kann er nicht. Ich fahre jetzt nach Stuttgart und bin morgen wieder da. Ja, lassen Sie sich nicht aufhalten. Na, jetzt wird's aber auch Zeit. Gehen Sie nicht längst ins Bett, Herr Romminger. Man kann ja schon bald wieder aufstehen. Ja, glaube Sie, ich kann nicht schlafen bei der Aufregung. Wenn man auch nach 8 den Taustier nicht absperrt. Hallo. Dass du auch schon da bist. Mir ist leider noch einmal versucht, dazwischen zu kommen. Guten Abend, Herr Kollege. Guten Abend, Herr Sebnitz. Dass Sie jetzt noch da sind, hätte ich auch nicht gedacht. Also, was ist passiert? Die Einbrecher sind sehr gezielt vorgegangen. Es fehlen 3 Bilder und der gesamte Schmuck von Frau Schmiedinger. Und deine Münzsammlung. Was? Meine Münze? Ach, du wirst ein Gelle vom Bibel erwähnt, den Mutter schieße. Wie bitte? Morgen, Katrin. Mein Beileid auch noch. Hallo, Sandra. Das Dorf kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Erst das mit deinem Mann und jetzt die Geschichte mit dem Riebenschlag. Hannes, Riebenschlag? Was ist denn mit ihm? Auf den hat sie doch heute Nacht geschossen. Was? Ja, kaum, dass er meine Wirtschaft verlassen hat. Ja, weißt du das noch nicht? Ich habe gestern eine Schlaftablette genommen und ich. Und was ist passiert? Na ja, er hat scheint's überlebt. Und wo ist er jetzt? Immer nur im Krankenhaus. Ne?